Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Ja, wir waren hier zuletzt in der Toilette und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal raus. Obwohl, hier war noch ein Klo. Da konnte sie doch was gucken. Ja, ist besetzt. Wie unhöflich von mir weiter zu klopfen. Oh, schade. Ich hatte nämlich geklopft und dann hat jemand zurückgeklopft und sie, ja, ist wohl jemand drinne. Und jetzt sagt sie das als zweites. Was sagt sie denn als drittes? Na gut, dann geh mal raus. Wir können ja hier einfach vor dem Detective flüchten. Dann machen wir das mal. So, wo kommen wir hier hin? Die Straße ist voller leerer Kisten und anderem Zeug. Ich komme nicht durch. Wer stellt denn hier alles voll? Na, ist ja klar, ist fürs Spiel jetzt, damit man weiß, man soll da lang laufen, aber trotzdem. Sagt sie dazu was zu dem Fenster? Nee. Dann gehen wir mal weiter. Oder laufen eher weiter. Sie läuft weg. Sie flüchtet. Also ich hätte ja an ihrer Stelle schon wissen wollen. Oh, wir können hier durch. Was der jetzt genau von mir will. Kaputt. Kaputt. Hier ist viel Zeug angeklebt worden, aber nichts ist nützlich. Muss mal meine Uhr ein bisschen umstellen. Ich sehe die überhaupt nicht. Dann sehe ich nämlich, wie lange ich schon aufnehme. So. Kaputt. Ich laufe einfach mal hier lang. Was? Spinntür geht nicht auf. Ich lasse es wohl bleiben. Ja, okay. Gut. Ich habe ein bisschen Schiss hier. Nicht, dass hier Monster kommen. Oh, hier können wir sogar durch. Nicht, dass ich noch hätte nach links gemusst. Auf der linken Seite war ich gar nicht. Hm? Kaputt. Ja, wir laufen ja jetzt weg vor ihm. Fest zu. Dann gehen wir mal hier durch. Oh nein, die Arme. Stay back. Get the hell away from me. Oh nein. Hell is this thing? Aber echt. Eindeutig nicht menschlich. Von so einem Tier habe ich noch nie gehört. Und das ist eindeutig kein Kostüm. Hört sich verrückt an, wenn man es sagt, aber Monster ist das einzige Wort dafür. Aber ich bin doch nicht verrückt. Also ich hätte an ihrer Stelle auch richtig Schiss gehabt. Es ist hier nicht, dass ich Kleider hasse, aber das ist jetzt der falsche Zeit und der falsche Ort. Okay. Sie guckte auch noch ganz doll hin irgendwie. Auf der Ladentheke kann ich nichts Interessantes entdecken. Oh, die müsste doch Schiss haben. So auf einmal ist da so ein Monster auf der Ladentheke, kann ich nichts Interessantes und so. Hier kann ich bestimmt durch, will ich aber noch nicht. Sagst du da noch was zu? Es ist ein Monster. Ich hab's getötet. Ja, wahrscheinlich hatte sie jetzt auch noch nie eine Pistole oder so in der Hand einfach. Was haben wir hier? Patronen für die Pistole. Noch mehr. Hm, okay. Dann gehen wir doch mal in unser Inventar, da waren wir auch noch gar nicht drin. Ich habe extra vorsichtshalber vorgeguckt, was es für verschiedene Enden für das Spiel gibt. Nicht, dass ich vorher schon was beachten muss, denn bei Silent Hill 2 war das ja so, dass man sich gewisse Sachen da für gewisse Enden auch nicht mal angucken darf, vorher schon. Wenn man den Fehler macht, ist natürlich blöd dann hinterher. Aber in diesem Fall ist das egal, gibt es nämlich nicht. Hausschlüssel, es ist der Schlüssel zu meiner Haustür.
Prüfen. Daisy Villa, Apartment 102 ist in den Schlüsseln eingraviert. Ach, das ist also da, wo wir wohnen. Und was haben wir hier? Im Innern ist ein Juwel, wie ein rotes Täfelchen. Als ich Papa fragte, was es sei, sagte er, nur ein Glücksbringer. Aber dann sagte er, ich solle gut darauf aufpassen und nie abnehmen. Papa schenkte mir diesen Anhänger zu meinem Geburtstag. Er gehört zu den Dingen, die mir viel bedeuten. Okay. Also unser Inventar hat sich ein bisschen hier geändert. Ich lade mal direkt neu. Wenn wir das Messer prüfen, ich weiß, es ist furchtbar, aber ich laufe einfach gern damit herum. Fast 10 Schuss, nicht kraftvoll, aber dafür klein einfach zu benutzen. Und Vorräte? Okay, sonst haben wir ja noch nichts. Ach, klingt ganz anders auch hier, unser Inventarkram. Was haben wir denn hier? Sie guckt hier nämlich noch wohin. Ich kann von hier aus sehen, dass es tot ist. Ob ich die Polizei rufen soll? Die würden mir sowieso nicht glauben, wenn ich sage, jemand ist von einem Monster getötet worden. Ja, das stimmt. Ich scheiße. Ich meine, dann siehst du da voll die Leiche. Das habe ich ja jetzt vorher auch gar nicht gesehen. Umkleideraum. Da brauche ich nicht reingehen. Auch gruselig hier. Aber im Moment sind wir ja nicht mal in irgendeiner alternativen Silent Hill-Welt. Sondern das ist ja so schon echt scheiße für sie. Okay. Ja, die Arme. Gut, dann gucke ich mal, ob ich da durch kann. Und da geht's auch durch. Kaputt. Ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Tja, was haben wir hier? Eine Karte? Eine Karte von Central Square Shopping Center. Vom Einkaufszentrum. Super. Heißt, wir dürfen uns jetzt hier umschauen. Drück auf die Taste, aber der Aufzug kommt nicht und so. Oh, wir können hier raus. Aha. Können wir das Stockwerk wechseln? Will ich das denn überhaupt? Oder wollen wir uns hier noch umschauen oder wie? Nur Karton ist auch nichts Nützliches drin, ne? Geht nicht auf, die Spinntür. Brauch mal die Karte. Ich weiß gar nicht, wo ich schon war. Oh Gott, ist das weit weg. Ich muss mal näher ranzoomen. Na, da haben wir ja noch einiges zu tun hier, wie es aussieht. Ja, dann noch die hinterste Tür und dann, ja, weiß ich auch nicht. Kaputt. Spinntür geht nicht auf. Okay. Wo wollen wir dann hin? Die direkt gegenüber, die geradeaus hatten wir auch noch nicht. Die hier. Guckst du hier irgendwie immer hin? Sie guckt hier irgendwie immer zur Tür oder so, ne? Ja. Offen. Ja, dann gehen wir da mal durch. Oh, ich ahne nichts Gutes. Nimm deine Waffe. Da kommt noch mehr, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Hallo, geh doch mal in dein blödes Inventar. Ey, kannst du die mal gefälligst ausrüsten? Scheiße, was ist denn hier los? Stirb endlich. Mach hinne. Ha. Meine Güte. Und mir geht's überhaupt nicht gut. Ich brauche unbedingt mal Heilung. Scheiße. Ich brauche Heilung. Kaputt. Kaputt. Oh, ich will gar nicht nachgucken, wie es ihr geht, weil ich wurde jetzt so oft angegriffen. Nee. Und dann hat sie die nicht ausgerüstet gehabt. Und, oh, ist das doof. Ja, und ich habe nur noch 4 Schuss oder was? Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich das denn schaffen? Was mache ich denn jetzt? Kaputt. Ja, da komme ich ja her. Was soll ich denn da? Mann. Oh, ich ahne nichts Gutes hier, echt. Also das läuft jetzt nicht gut. Direkt so am Anfang so angegriffen zu werden, wo ich noch nichts habe, das ist schlecht. So, ich brauche mal meine Karte.
Jetzt laufe ich mal nach links, damit wir hier rüber können. Irgendwann müssen wir auch mal Muni und so finden. Bis ans Ende des Ganges laufe ich mal. Was steht da? Hier ist viel Zeug angeklebt worden, aber nichts ist nützlich. Okay. Fest zu. Okay. Gut, dann können wir da nicht lang. Dann weiß ich nicht, raus? Oder was? Da sind die Toiletten. Könnte man höchstens mal zumindest abspeichern. Das ist ja alles hier nicht so einfach. Dann lauf mal raus. Dann laufen wir mal hier rüber. Vielleicht lässt sie sich ja von dem auch helfen wegen den ganzen Monstern. Das ist ja auch nicht normal. Vielleicht ist das ja auch ganz gut, wenn sie hier zurück will. Wenn sie dem sagt, hey und überhaupt und lieber rede ich mit dem als Monster und so. Wer weiß, ob das irgendwie hilfreich ist. Also ich würde es tun. Bei den Monstern, die jetzt hier schon ihr begegnet sind, da würde ich jeder wie. Sie kann hier gar nicht mehr lang. Was ist das denn? Fest verschlossen, aber niemand antwortet. Ach toll. Was also vorher anders war, was vorher so war, ist jetzt anders. Denn da war ja vorher jemand. Das ist ja komisch. Und wenn wir jetzt mal ganz ans Ende laufen, wo kommen wir dann dahin? Würde ich ja auch gerne mal wissen. Wenn da waren wir noch nicht. Ach, da steht ein Auto im Weg oder was? Super. Na, das ist eine Hilfe. Vielleicht sollte ich drum herum gehen. Auch egal. Aber wie konnte dieses Auto hier parken? Weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass wir echt gerade in gefährlichen Zeiten hier leben. Mit unserer Protagonistin. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als das Stockwerk wechseln, oder? Muss ich mal wieder auf die Karte gucken, weil das ist hier voll kompliziert. Obwohl, wir können ja auch noch mal hier in den Flur und da alles abklappern. Da hatten wir auch noch nicht alles. Oh je, Mini. Viel zu viele Möglichkeiten. Oh. So. Wo lang? Ja, dann geradeaus links und dann machen wir das mal hier. Wo gehe ich jetzt hin? Also da, wenn ich mich jetzt da, wo ich stehe, da soll was sein. Die feuersicheren Läden sind runter, da komme ich nicht weiter. Also ist jetzt hier eigentlich dicht oder wie? Weil das verstehe ich gerade nicht von der Karte her. Da links. Also genau hier oder wie? Und nichts ist hier, was mir helfen könnte. Das ist ja so nett gemacht. Wenn ich jetzt immer geradeaus laufe, wo komme ich dann hin? Hier können wir ja rein, da ist das Monster. Ist hier alles zu? Ja, dann können wir ja nur das Stockwerk wechseln, oder? Wir können natürlich auch hier wieder rein und das Monster getötet haben, aber. Ja. Gehen wir nochmal hier durch. Genau. Genau, okay, da ist ja auch jetzt angezeigt, da ist alles zu. Und man kann halt nur außenrum zu dem Klo und mehr nicht. Aber da die Türen hierbei sind, denke ich mal, da müsste ich noch hin. Gut, wir wechseln das Stockwerk. Und zwar, oh Gott, ein bisschen rechts geradeaus. Okay, ein bisschen rechts geradeaus. Hier bei Exit, ne? Genau. Oh. Find mal was, ey. Find mal was für die Gesundheit oder weiß ich nicht. Waffen, Munition vor allem. Gesundheit, wir brauchen alles. Das wird doch nichts. Na super. Uah. Ich lauf mal weg. Oh, hier ist sogar offen. Oh nein. Oh nein. Warte, lass mich mal auf die Karte gucken.
Hilfe. Okay, da vorne waren aber auch noch so voll viele Gänge und so. Das ist doch scheiße, die nicht anzugucken. Gibt's hier riesige... Oh, sind das Flure, ey, Leute. Hier kann man sich doch nur verirren. Ja, ich drehe mich wieder um. Geh wieder zu dem anderen Monster. Wie eklig. Aber an dem kann ich vorbeilaufen, oder? Klappe einfach mal alles ab. In der Hoffnung, dass hier was ist. Oh, offen. Mann, wir müssen halt mal was finden. Das ist das Ding. Nein! Massenweise. Nein! Lass mich! Nein! Lass mich! Sammel das ein und geh! Shit! Was habe ich jetzt eingesammelt? Oh Gott, überall Monster. Hier, du hast doch dein Messer, genau. Ja, das ist gut. Getrocknetes Rindfleisch. Konserviertes, getrocknetes Fleisch. Manchmal reicht es gerade, um Monster abzulenken. Prüfen. Es ist für Hunde gedacht. Da verzichte ich lieber. Aber wir haben unser Messer. Scheiße. Dann mach das mal nochmal platt. Da war doch noch was, oder? Gut doch. Endlich, Gott sei Dank. Machst was Zeug, aber nichts Nützliches. Aber immerhin haben wir dieses Fleisch gefunden und hier ist noch eine Tür, oder wie? War da nicht noch eine? Nee. Sah nur so aus. Ich dachte, hier rechts wäre noch eine Tür. Aber wie, das ist doch... Wie sollen wir das denn schaffen hier, ey? So, ich muss mal auf die Karte gucken. Da sind immer noch zwei Türen, die ich übersehen habe. Das gibt's ja gar nicht. Und offen. Was finden wir hier? Weitere Hunde? Oh, Gott sei Dank. Hier ist kein Hund, ne? Nein, hier ist kein Hund. Gesundheitsdrink! Gesundheitsdrink! Pistpatronen und ein Speicherplatz. Na, Gott sei Dank. Was haben wir hier? Da ist was zwischen Tisch und Boden gefallen. Ich glaube, es ist ein Schlüssel. Wenn meine Arme länger wären, könnte ich ihn erreichen. Auf dem Tisch ist ein großer Stapel Kontors voller Bücher. Das ist viel zu viel Mühe, sowas Schweres zu bewegen. Nochmal, also, du willst einen Schlüssel, ist klar. Also, ich brauche irgendwas Langes. Wieso zu viel Mühe? Du brauchst doch den Schlüssel irgendwie. Komisch. Also wenn wir irgendwas Längeres finden, dann, ja, gucken wir mal, dass das hier so... So, oh Gott sei Dank, können wir jetzt uns hier heilen. Ich weiß nicht, was... Gelb ist bestimmt nicht super. Achso, wir müssen hier in Vorräte rein. An zwei Gesundheitsdrinks. Tja, ich... nimm mal einen. Gut, jetzt bin ich blau. Rot ist wahrscheinlich richtig schlecht, aber wenn, wie ein magischer Kreis, über den mal in einem Buch über schwarze Magie gelesen... Was? Wie ein magischer Kreis, über den ich mal in einem Buch über schwarze Magie gelesen habe. Kommt er mir so bekannt vor, weil ich darüber gelesen habe? Nein, das ist es nicht. Das Buch ist nicht der Grund. Es ist der Altar. Altar? Was denke ich denn? Weiß ich auch nicht. Aber was ich so total toll finde hier in dem Spiel ist auch... dass so die Speicherplätze in die Geschichte oder in das Spiel verwoben werden. Also dass nicht so dieses, oh, ich gehe jetzt mal speichern, da leuchtet mal zufällig irgendwie so ein Punkt oder so, sondern sie selber macht sich auch so ihre Gedanken darüber. Und immer wenn sie dieses Symbol sieht, können wir speichern, aber es hat auch zugleich so, weiß ich nicht, eine tiefere Bedeutung halt. So, ich verbrauche mal nicht meine Pistolen-Muni. Kaputt. Und noch eine Tür. Kaputt. Okay. Da hinten kommt dieses eklige, komische Ding. Und da haben wir auch das Kreisteil für unseren Schlüssel, den wir noch brauchen. Aber ich laufe jetzt mal zurück zu dem ekligen Vieh, töte das eventuell, aber probiere auch nochmal die anderen Türen hier aus. War das die? Nee, da war der Hund drinne.
Nee, nee. Geh mal wieder raus. Wo ist es denn jetzt, die Tür? Die müsste... Ach, die kommen noch. Wo ist es denn? Du machst mir Angst. Töte es! Oh, nun töte es doch mal endlich. Ey, willst du mich verarschen? Wow, was stecken die denn ein? Wow. So, die rechte Tür von dir. Gut. Toll, ey. Ja, aber ich hasse das einfach, wenn die immer so rumrennen. Ich bin nicht so der Freund von durch den Flur laufen und alles immer leben lassen. Also das mache ich halt, wenn ich sehe, scheiße, ich muss jetzt überleben. Ja, und jetzt geht's hier richtig schlecht, oder was? Ja, super. Also ich werde jetzt natürlich das hier durchziehen, aber nochmal greife ich den nicht mit dem Messer an. Da brauche ich schon die Pistole für, wie es aussieht. Das ist ja richtig schwierig. So, wo geht's als nächstes denn dann? Direkt raus, würde ich sagen. Ich weiß zwar nicht, wohin, aber... Ja, einfach mal gucken. Hilfe! Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann muss ich andersrum laufen. Hier, gehst du da rein. Weiß nicht, was hier ist. Huh, irgend so ein Bäckerladen oder so. Da ist Brot. Aber ich habe keinen Hunger, also brauche ich mich darum nicht zu kümmern. Warum hast du keinen Hunger? Ich hätte voll Hunger. Okay, wenn man richtig Schiss hat, so viele Monster da sind, dann hat man vielleicht auch keinen Hunger. Aber prinzipiell denke ich mir in so einer Welt, ja. Ach, hier die Zange für den Schlüssel. Da kriegen wir den bestimmt mit raus. Da müssen wir ja wieder zurück jetzt, ne? Oh, was haben wir hier? Helen's Bakery. Da ist ein Werbezettel. Knusprige, krustige Brote direkt zu Ihnen nach Hause. Alles ist im Angebot. Helen's Bäckerei. Ja, aber alles ist normal hier. Aber trotzdem sind überall... Ist es kein Personal hier, wo die wohl alle sind? Genau, wollte ich gerade sagen. Alles ist normal. Keine Leute da, überall Monster. Ganz komisch. Gehen wir wieder zurück und holen den Schlüssel. Kommt der nicht von rechts jetzt? Ja, super. Erstmal nicht. Kommt da schon der andere von der nächsten Seite? Das ist natürlich scheiße. Hilfe! Ich sehe nichts. Ich brauche Platz. Komm mal her. Komm mal her. Passt schon. Kann man hier auch rein? Abgeschlossen. Okay. Hallo. Schuhe. Mhm. Muss ja eh alles ausprobieren hier. Oh Mann, oh. Nein. Oh, ganz knapp. Oh, ganz, 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 ganz knapp. So, ich habe es wieder geschafft. Dann können wir jetzt hier nochmal eben schnell zurück. Und dann holen wir doch mal den Schlüssel. Und dann kann ich auch noch mal speichern. Um Gottes Willen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber Gott sei Dank ist das andere Vieh jetzt auch tot. Deswegen, wie gesagt, ich mag das nicht. Also ich mag gerne in Gänge gehen, wo ich weiß, so, da ist jetzt alles sicher, alles gut. Brauche ich keine Sorgen haben, dass ich da noch mal reingehe. Ja, voll die Geräusche. Diese komische Zange brauche ich jetzt. Gegenstände. Das hier verwenden. Yeah, und es geht. Ich habe den mit Zange gefassten Schlüssel. Und was ist das jetzt für ein Schlüssel? Prüfen. Daisy Wille. Ach so, das ist ja unserer. Am Schlüssel hängt ein Etikett, auf dem steht meine Bestseller. Ach, das ist der, wo wir gerade waren beim Buchladen. Jemand hat den Schlüssel im Lagerraum fallen lassen. Ich habe ihn mit der Zange aufgehoben. Das ist ja interessant. Ja, dann müssen wir diesen Laden einfach nur noch da nochmal aufsuchen. Und dann können wir den aufschließen. Und da wir da jetzt schon mal waren, brauche ich nur dahin rennen, wo der rote Strich ist. Haha, wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 3. Bis dann.